Demonstration der beeindruckenden Flugeigenschaften des Transporthelikopters Cougar. Die dünne Luft und die Topografie hier auf mehr als 2000 Metern mehr stellen den Piloten einige Herausforderungen. Die Schweizer Luftwaffe verfügt über 25 Transporthelikopter des Typs Cougar oder Super Cougar. The crew will perform a stunning display of the Cougar's flight performance for you today. Keep in mind, this is not easy. I was talking to the pilot shortly before this departure, and his biggest challenge will be the lack of any clear visible display access and the limited engine power and lift available at this altitude. So power management is a crucial effect. Hammerhead links. Tief unten im Tal wird der Helikopter jetzt hochgezogen für einen Stopp vor den Zuschauern und ihnen dann auch etwas präsentieren, was natürlich nur ich bin ganz sicher, heute wird es wieder wunderbare Fotos geben. Rückwärtsflug wird ungefähr oder bis zu 60 Knoten schnell sein. Am Ende dieses Lags wird sich der Helikopter nach hinten oben bewegen. Wie passiert das? Man senkt die Nase und zieht an der zyklischen Blattverstellung und hebt so den Helikopter in die Höhe. Was für uns aussieht, wie dass das Heck hinten hochgeht, ist eigentlich, die Nase geht vorne runter und der Helikopter wird nach hinten oben bewegt. Halten Sie Ihre Kameras bereit. Je nach Loadout kann es sein, dass der Pilot hier ein, zwei Flares ausstößt, kurz bevor der Helikopter wieder in die Vertikale sich nach unten bewegt. Die Geschwindigkeit nimmt zu. Und das nächste Manöver ist auch eines, welches natürlich nur ein Helikopter so performen kann. Man nennt es den Screwdriver Up. Das ist ein sich bewegen um die eigene Achse, um dabei möglichst schnell Höhe zu gewinnen und für die Piloten natürlich eine hervorragende Rundumsicht zu generieren. Das Schwierige ist aber, dass gleich auf den Screwdriver Up der Screwdriver Down erfolgt. Und für den Screwdriver Down müssen alle Geschwindigkeitsparameter auf Null sein. Das heißt, die Challenge besteht jetzt am Kulminationspunkt darin, den Helikopter komplett ruhig zu halten, die Instrumente zu checken und erst wenn alles stimmt, Nase runter und jetzt Screwdriver Down. Nächstes Manöver ist eine Lazy 8 Left. Bedenken Sie, dass dies natürlich nur mit einem Helikopter so geflogen werden kann, der mit der Minimalcrew ausgerüstet ist. Also Sie werden da solche Manöver nie sehen, wenn die Kabine hinten voll ist mit Truppen. Das geht aus diversen Gründen nicht, ist logisch. Aber es soll Ihnen vermitteln, zu den Aufgaben. Die sind vielfältig. Man unterstützt die Polizei, man führt VIP-Transporte durch, Überwachungsaufgaben. Man braucht sie zeitweise auch als ortskundige Führer für ausländische Staatshelikopter, wenn der WEF zum Beispiel als der amerikanische Präsident vor ein paar Jahren bei uns war, hat eine Schweizer Helicrew diese Delegation angeführt. Es gibt Search and Rescue, Lastenflug, Truppentransporte, Feuerlöschen, ISIS,
Air Policing und Helikopter, das werden wir später noch sehen. Die Helikopter sind natürlich in In- und Ausland unterwegs. Ja, time flies when you're having fun. Der Helikopter kommt für einen letzten Dienst vorbei, der kommt gleich mit der Demonstration. Jetzt sehen Sie eine weitere Eigenart, die hört die großen Blüten auf dem Kopf, das heißt, die Steuerung lässt den Helikopter so rein. Ich ziehe zurück. Vielen Dank aus Anerkennung, auch an diese hervorragende Leistung. Es geht nahtlos weiter, währenddem sich auch vor dem Jingle noch der Helikopter präsentiert aus Richtung Westen. Und das ist jetzt das große Highlight des heutigen Tages. Macht sich eine ganz spezielle Formation bereit. Nach ihrem Schießparcours haben die vier F-18 wieder zueinander aufgeschlossen und beehren uns mit einem gemeinsamen Überflug aus Richtung Westen. Sie sehen aber, es sind nicht vier Punkte, sondern sechs, die aus dem breiten Spektrum unserer Luftwaffen Teilen der Armee zeigen zu können. Ich hoffe, Ihnen hat es ebenso Spaß gemacht wie dem ganzen Organisationskomitee und ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse. Ladies and gentlemen, we're approaching the end of this year's program. We hope you enjoyed the show as much as we did. Thank you very much for your interest and support. And we hope to have left a lasting impression at today's feature display. Zwei, drei kurze Worte noch einmal zum Super Puma, die Sie hier in der Dreierformation haben. Ganz aktuell dieses Jahr infolge der großen Trocken.